Bezirksligist gegen Ex-Bezirksligist. So lauten die Rahmenbedingungen zum Testspiel zwischen den Sportfreunden Linden und Schwarz-Weiß Röllinghausen. Beide Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison und wollen einen ersten Leistungsstand sehen. Linden in Gelb von rechts nach links mit dem ersten Angriff. Maximilian Kuchort schafft es am langen Pfosten nicht mehr, den Ball noch aufs Tor zu bringen. Nikolas Wiebel mit dem Auge für seinen Bruder Frederik. Das 1:0 für Linden in der 18. Minute. Die Gäste machen es Linden aber auch zu leicht, sind viel zu passiv in den Zweikämpfen. Und es geht wieder über die linke Seite. Wiebel erneut mit dem Zuspiel auf Frederik Wiebel und er findet Leonardo da Silva Pantelao. Das 2:0 nach einer guten halben Stunde durch einen feinen Abschluss vom Kapitän. Die Gäste weiterhin mit schwacher Abwehrarbeit. Linden beinahe schon mit dem dritten Tor. Röllinghausen muss zusehen, dass das heute nicht in einem Debakel endet. Wieder ein Ballgewinn der Gastgeber und es geht erneut schnell. Steilpass in den Lauf von Frederik Wiebel. Der geht vorbei an Torwart Tobias Konert, legt sich den Ball in Ruhe zurecht und schiebt dann ein zum 3:0. Eine Minute vor der Pause sorgt Wiebel mit seinem zweiten Treffer früh für klare Verhältnisse. Röllinghausen war in der vergangenen Bezirksliga-Saison als Tabellenvorletzter mit 10 Punkten Abstand aufs rettende Ufer abgestiegen. Wenige Sekunden später ist Pause, Röllinghausen bislang in allen Belangen unterlegen. Das geht auch nach dem Seitenwechsel so weiter, das Spiel kennt nur eine Richtung. Nikolas Drees mit dem 4:0, da sind noch nicht einmal 60 Sekunden im zweiten Durchgang absolviert. Linden hat aber noch längst nicht genug, dreht jetzt erst so richtig auf. Die Hereingabe von links landet bei Cedric Otto. Er wollte es dann etwas zu künstlerisch. Langer Ball aus der Abwehr heraus. Drees laut dem Schiedsrichtergespann nicht im Abseits, aber der Innenpfosten verhindert das 5:0. Nun fast eine Kopie der Szene eben, wieder ein langer Pass aus der Defensive heraus, diesmal aber mit dem Unterschied, dass der Ball im Netz landet. Cedric Otto erhöht nach 66 Minuten auf 5:0, bleibt vor Röllinghausens Schlussmann eiskalt. Die Angriffe der Gastgeber ähneln sich mittlerweile sehr, nächstes Beispiel gefällig. Erneut der lange Steilpass in die Spitze und am Ende landet der Ball wieder im Tor. Das halbe Dutzend ist voll. Diesmal trifft Robin Stetzka, der sich als Joker in die Torschützenliste einträgt. Linden hat vor allem durch viele Ballgewinne noch mehrere Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Nick Neuber lupft hier etwas zu hoch. Wieder ein Ballgewinn. Wieder ein Steilpass. Und wieder ein Treffer. Fußballspielen leicht gemacht. Auch Cedric Otto trifft mittlerweile zum zweiten Mal. Definitiv ein gebrauchter Tag für die Gäste. Doch dann kommt Röllinghausen kurz vor dem Ende einmal nach vorne. Michael Baczynski mit der Ablage für Nico Isenbord. Da ist der Ehrentreffer für die Gäste. Und was für einer! Isenbord versenkt den Ball sehenswert im langen Eck. Das Schlusswort haben dann allerdings die Gastgeber. Nick Neuber trifft praktisch mit dem Schlusspfiff und sorgt damit für den 8:1 Endstand. In einer völlig einseitigen Partie hätte Linden sogar noch mehr Tore erzielen können. Nikolas Wiebel danach am Mikrofon. Ja, ich glaube, wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen. Die haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, dann ganz gut umgesetzt. Bei den Temperaturen war es natürlich schwierig, da in der zweiten Halbzeit noch
alles zu geben. Klar, wir haben viel gewechselt, einige mussten dann auch durchspielen. Ich war quasi K.O. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit hat man dann, glaube ich, noch die Kraft gehabt zu laufen. Dann kamen weniger technische Fehler dazu und dadurch haben wir dann auch den Gegner, glaube ich, gut unter Druck gesetzt. Haben durch ja, unsere Vorgaben haben wir dann auch die Tore erzielt eigentlich und deswegen, glaube ich, war es eigentlich schon ein ganz guter Test. Das dürfte die Gastgeber doch optimistisch stimmen für die kommende Bezirksliga-Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.